Ja, dann beginnen wir mit der Pressekonferenz nach unserem heutigen Meisterschaftsspiel gegen Holstein Kiel. Endstand 0:2. Begrüßen darf ich die Kollegen von Holstein Kiel, allen voran Ole Werner als Trainer, und darf auch übergeben an die Kollegen. Bitte schön. Ja, also Statement, wie lautet dein Statement? Jetzt wäre mein Moment, genau. Okay, ja. Ich glaube, unterm Strich ein verdienter Sieg, weil wir über die gesamte Spielzeit eine gute Spielkontrolle hatten in der ersten Halbzeit. Sogar eigentlich muss man sagen, noch mehr als in der zweiten Halbzeit. Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, daraus mehr zwingende Chancen zu erspielen als die eine durch Finn. Das war uns aber auch von vornherein klar, dass das hier gegen Sandhausen wahrscheinlich auch ein Geduldsspiel werden kann. Und wir sind geduldig geblieben in der zweiten Halbzeit, haben dann natürlich wieder einen außergewöhnlichen Moment gebraucht, um das so ein bisschen zu öffnen, das Spiel. Und dennoch bleibe ich dabei, eben von den Spielanteilen, von den Chancen, die wir hatten, von den gefährlichen Situationen, auch wenn es nicht zu Abschlüssen kam, aber die Bälle, die wir im Strafraum gespielt haben, waren schon immer wieder so, auch in der ersten Halbzeit schon, dass sie hätten gefährlich werden können, glaube ich, dass es ein verdienter Sieg ist. Mit dem Gefühl gehen wir jetzt auch in die freie Woche, die es ist, freuen uns darüber sehr. Ich denke, dass wir einen sehr, sehr vernünftigen Job gemacht haben bis zum jetzigen Zeitpunkt und holen jetzt nochmal ein bisschen Luft, ein bisschen Kraft tanken, und dann geht es schon im Januar weiter, und das wird dann ein Monat, in dem es Schlag auf Schlag gehen wird. Da wollen wir wieder gut vorbereitet sein, und insofern tut uns die Pause jetzt, glaube ich, auch ganz gut, und umso besser, dass wir heute nochmal mit dem Erfolgserlebnis uns in die Pause verabschieden konnten. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Kieler Journalisten. Beide kommen von Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten. Erste Frage: Hat die Hereinnahme von Jani Serra mit seiner Präsenz in der Box dem Spiel letztlich genau das gegeben, was in der ersten Halbzeit noch gefehlt hatte? Ja, zumindest hat Jani uns Präsenz in der vorderen Linie gebracht, im Strafraum gebracht. Das ist ja auch seine Stärke, und zwar ja von vornherein dann eben halt auch klar, dass wenn wir mit Lee beginnen, in anderen Räumen Vorteile dann für uns liegen. Auch das haben wir eigentlich gut gemacht. Trotz alledem war es dann eben in der ersten Halbzeit so, dass wir im Strafraum zu selten Abnehmer gefunden haben. In der zweiten Halbzeit mit dem Wechsel war das dann eine andere Struktur im Spiel sicherlich. Hat uns gut getan in dem Fall, genauso wie auch die Außenbahnspieler, die dann früh kamen, die ihren Job gut gemacht haben. Und es hat uns jetzt in den letzten Spielen oder eigentlich in der gesamten Saison ausgezeichnet, dass die Jungs, die von der Bank kommen, nochmal dem Spiel irgendwo eine neue Richtung geben können. Das war auch heute so. Und die zweite Frage: Jetzt ist ein paar Tage Pause. Ist das auch die Zeit, um unter dem Weihnachtsbaum vielleicht neue sportliche Ziele fürs Jahr 2021 zu definieren? Ja, wir werden uns sicherlich Ziele definieren, das haben wir auch bisher getan, ja, aber immer so mit Augenmaß, dass es auch Sinn macht, und immer so, dass man auch weiß, wie man Ziele erreicht. Und ich glaube, dass das immer so ist, dass man Ziele nicht nur in Form von Punkten oder in Form von Tabellenständen als Mannschaft definieren muss, sondern dass man sich auch immer wieder Ziele setzen muss, wie eine Zusammenarbeit aussieht innerhalb der Mannschaft, welche Verhaltensregeln innerhalb der Mannschaft gelten, wie das Zusammenleben zwischen Mannschaft und Trainerstab ist. Da kann man sich auch Ziele setzen, an denen man arbeiten kann. Und dann, glaube ich, kommen vernünftige Ergebnisse dann irgendwann in der Konsequenz daraus. Aber erstmal machen wir Pause. Ja, da müssen wir auch nicht über Ziele nachdenken, sondern das können wir einfach mal genießen, Luft holen. Und dann im Januar werden wir uns sicherlich das ein oder andere Ziel auch intern wieder setzen. Vielen Dank, Ole. Das war es von Kieler Seite. Ich übergebe an die Kollegen aus Sandhausen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und den Gästen aus Kiel. Gute Heimfahrt, gesund bleiben und schöne Weihnachten. Danke euch auch. Vielen Dank. Gut, dann machen wir den fliegenden Wechsel. Ja, Michael, wir machen weiter. Dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, wir wussten, dass wir heute wieder auf eine spielstarke Mannschaft treffen, auch dass wir auch weniger Spielanteile haben werden wie der Gegner, aber dass wir auch das Tor dann auch verteidigen wollen. Es ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen, es ist auch in der zweiten Halbzeit gut gelungen. Dann, ja, der Freistoß ist natürlich, ich glaube, unglücklich, pfiff dann auch zum Freistoß, wo man nicht pfeifen muss. Der Schiedsrichter Jöllenbeck, der hat mich auch schon in die Trainerkabine oder Schiedsrichterkabine, möchte er mich zendieren. Ich war aber noch nicht unten, und von dem her ist es natürlich bitter. Klar haben wir auch das eine oder andere Mal noch eine Chance in der zweiten Halbzeit zugelassen, davor und danach dann auch. Na, natürlich, aus dem Spiel raus haben wir es gut verteidigt, dass dann das Spiel dann auch zwei Standards zu entscheiden dann auch. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für uns, und wir wollten ja heute auch Richtung Null gehen dann auch und vielleicht vorne auf den Moment dann auch hoffen.
Aber dann in der zweiten Halbzeit waren wir öfters im 16er vorne, waren wir eigentlich auch besser im Spiel dann auch oder besser Zugriff, offensiveren Zugriff auch gehabt. Aber leider kam dann das 1-0 und danach waren wir auch vorne, aber sind nie zum Abschluss richtig gekommen. Und dann ist es über, wenn man das Spiel anguckt, natürlich, ja, kann man von einem verdienten Sieg für Kiel reden. Vielen Dank. Wir kommen zu den Nachfragen. Fast alle Journalisten fragen nach der Enttäuschung, wie groß die ist, nachdem es ja lange Zeit auch so aussah, als ob wir hier wenigstens einen Punkt mitnehmen könnten. Ja, brauchen wir nicht reden. Also jetzt die letzten drei Spiele dann auch, wo wir nichts mitgenommen haben, wo wir auch ja, vorne dann auch nichts reingetroffen haben, sage ich mal. Und sind wir enttäuscht? Ja, auch mit dem 2-0, wir wollten dann jetzt in der Liga auch ein gutes Ende haben in 2020. Auch ein Punkt wäre mal gut gewesen für uns und von dem her ist die Enttäuschung nicht nur bei mir, sondern auch bei den Spielern groß. Und ja, umso bitterer ist das, wie das dann zustande gekommen heute auch, so wie es unter der Woche auch schon war. Dann haben wir noch ein paar Nachfragen im Personalbereich. Nils Wollenschläger fragt, wie du das Comeback von Tim Kister gesehen hast. Ja, ich fand es ein gutes Comeback, hat gleich eine Stabilität da hinten gebracht. Bei hohen Bällen braucht man nicht reden, war auch immer in den Zweikämpfen dann auch da, hat auch immer wieder was gelöst und hat da Stabilität reingebracht. Und von dem her sind wir zufrieden, dass alles gehalten hat und nach der längeren Zeit. Klaus Weber, NZ, fragt, war die heftige Reaktion von Alexander Esswein auf seine Leistung zurückzuführen oder auf die Enttäuschung über seine Auswechslung? Da werden wir noch ein Gespräch machen, dann frage ich ihn. Gut, und weitere Frage, wie du die Leistung von Rick Wulle gesehen hast. Ja, ich denke, er hat in der ersten Halbzeit so einen Torschuss oder Flanke, war ein Torschuss, ja, wo er gut kalt hat, einmal bei einer Flanke, ne, wo dann auch auftischt, wo da war, sonst unaufgeregt. In der zweiten Halbzeit, weiß gar nicht, ob das vor dem 1-0 noch war, wo er auch, also eine verunglückte Flanke war das, glaube ich, wo er dann noch auf der Linie rausholt und ja, ich, Elfmeter kann er nichts machen, beim Freistoß schaue ich nochmal hin, werden wir reden, aber fand's wieder ordentliche Leistung. Letzte Nachfrage von Max Wendel, Schwetzinger Zeitung, dpa. Wo siehst du momentan die größten Baustellen, zumal ja auch nur eine ganz kurze Winterpause, kann man fast gar nicht sagen, sondern eine kurze Überbrückungszeit ansteht? Ja, müssen auf jeden Fall, klar, jetzt kriegt man am 23. noch, DFB-Pokal ist ein Zubrot, sage ich mal, oder aber müssen wir jetzt auch schon analysieren, wo im Trainerteam dann auch, auch mit Mikhail Kabaka, auch im Verein natürlich, was sie so denken, was ich denke, ist es schon so, dass wir natürlich schon das eine oder andere Tor bekommen haben, aber trotzdem haben wir auch gute Phasen gehabt, wenn ich die zweite Halbzeit gegen Fürth sehe, wenn ich das ganze 90 Minuten gegen Hamburg sehe, wenn ich heute auch sehe, wie wir dann trotzdem gespielt haben. Also das waren schon auch gute Momente dabei, aber wir kriegen es immer noch nicht über gewisse Distanzen und ich glaube, da fehlen auch noch, sage ich auch schon länger, wir haben nicht lange Zeit in der Vorbereitung, die kleine Vorbereitung mit einer Woche, aber werden wir schon auch ein bisschen im athletischen Bereich arbeiten müssen, nicht nur ein bisschen, sondern viel, aber das dauert auch noch einen Tick länger, wie die erste Woche, weil jetzt ist es auch mal so, dass du nach dem Pokalspiel auch mal 3-4 Tage frei brauchst. Und dann geht es halt neu los, gehen wir mit neuem, brauchen wir auch ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und wenn man so die Spiele sieht, die 50-50-Dinger in Hamburg, viele 50-50-Entscheidungen erstmal und dann auch noch Bälle fliegen zum Gegner hin, heute auch wieder so gewesen. Und ja, das müssen wir uns erzwingen und dass die auch dann wieder zu uns herfallen, die Bälle, die zweiten Bälle oder die Pressschläge. Und da, das kann nicht so weitergehen. Gerade kam noch kurz rein, gibt es schon eine Information zu Dennis Linzmeier? Ist die Verletzung schlimmer oder gibt es da irgendeine Info zu? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ist ganz gut, also er ist schon wieder, hat gut gehen können, glaube ich, aber ich habe noch nicht aktiv nachgefragt jetzt. Okay, sorry. Gut, ja, Michael, dann vielen Dank an der Stelle. Wir hören uns wieder vor dem Wolfsburg-Spiel nochmal. Ja, und an alle anderen, denen wünschen wir natürlich ein trotzdem schönes Weihnachtsfest und wir bedanken uns bei allen, die auch während der Spiele ohne Zuschauer uns hier im Stadion immer wieder unterstützt haben mit all dem, was hier rundherum zu tun ist. Vielen Dank an der Stelle seitens des SV Sandhausen an alle
freiwilligen Helfer, Volunteers und diejenigen, die uns hier, wie gesagt, unterstützt haben. Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und dann hoffen wir mit unserem Team in Wolfsburg und sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann, machen Sie es gut, Grüße vom Hartwald und wie gesagt, gesund bleiben. Tschüss.